Jetzt geht es um den ersten Hauptsatz der Thermodynamik und dafür führen wir den Begriff der Wärmemenge oder auch oft Wärme einfach genannt ein. Und die wesentliche Aussage des zweiten Hauptsatzes später wird sein, dass man Wärmeenergie, thermische Energie, nicht beliebig in andere Energieformen umwandeln kann, insbesondere nicht in mechanische Energie. Man kann aber dann mechanische Energie, zum Beispiel mit Generatoren, auch in elektrische Energie und andere Energieformen umwandeln. Und wir kennen das in der Mechanik, dass wir Energieumwandlungen haben, zum Beispiel bei dem Pendel von potenzieller Energie in kinetische Energie und zurück in potenzielle Energie, die immer reversibel sind, sodass Vorgänge vorwärts und rückwärts ablaufen können. Und wenn wir jetzt in die Thermodynamik gehen, werden wir sehen, dass diese Wärmemenge, diese Wärmeenergie eine besondere Form von Energie ist, die man nämlich nicht vollständig zurück umwandeln kann in andere Energieformen. Das heißt, dort gibt es so eine Art Einbahnstraße für Energieumwandlungen, nicht reversible Vorgänge, und das werden wir alles im zweiten Hauptsatz beschreiben. Der erste Hauptsatz ist ein Energieerhaltungssatz, der im Grunde diese zwei Formen von Energie, die Wärmeenergie und dann die mechanische Energie, in Beziehung zueinander setzt und beschreibt sozusagen, dass sowohl die eine Form wie die andere Form zur inneren Energie eines Körpers beitragen kann. Das wird also das Besondere hier sein. Es ist auch in der Thermodynamik eine Herausforderung oder eine Schwierigkeit, mit den verschiedenen Begriffen richtig umzugehen. Es gibt Prozessgrößen und es gibt Zustandsgrößen. Und die Wärmemenge Delta Q, die wir hier einführen, das wird eine Prozessgröße sein, keine Zustandsgröße. Das heißt, etwas, was nur bei einer Zustandsänderung auftaucht, wenn also ein thermodynamisches System von einem Zustand in einen anderen Zustand übergeht, dann tritt in diesem Moment des Übergangs, dieses Prozesses, diese Größe Delta Q auf. Und das wird eine Energieform sein, die von einem Körper auf einen anderen Körper übertragen wird. Und nur in diesem Moment der Übertragung bezeichnet man diese Energie dann auch als Wärme oder Wärmemenge. Dass ich es hier Wärmemenge nenne, das ja, ist im Grunde hat sich traditionell bei mir so ergeben. Als ich die Vorlesung vorbereitete, hatte ich selber irgendwie intuitiv das Gefühl, dass man den Begriff Wärme falsch verstehen könnte und dass, wenn man den Begriff Wärmemenge verwendet, man dadurch gleichzeitig zum Ausdruck bringt, dass es sich um eine mengenartige Größe handelt. Also Energie ist immer eine mengenartige Größe. Man kann viel Energie in einem System gespeichert haben oder weniger Energie. Man kann Energie zuführen und abführen, genauso wie man Wasser in ein Gefäß einfüllen oder rausholen kann oder viel Wasser in einem Gefäß haben kann. Also eine mengenartige Größe. Unter dem Begriff Wärme, den wir auch im Alltag häufig verwenden, verstehen viele Menschen sehr unterschiedliche Dinge und das führt leicht zu Missverständnissen. Zum Beispiel im Zimmer ist es warm, bedeutet erstmal physikalisch, im Zimmer ist eine hohe Temperatur. Es kann auch bedeuten, dass in dem Zimmer eine hohe innere Energie ist, dass sozusagen ihr Ofen schon viel Wärme abgegeben hat. Aber dieser Unterschied zwischen Wärme als Begriff für eine Energiemenge, der Ofen hat Wärme abgegeben, heißt, er hat viel Energie abgegeben an das Zimmer und dann hat das Zimmer eine gewisse Wärmekapazität und diese Wärme, die das Zimmer aufgenommen hat, führt dann auch zu einer Temperaturerhöhung und dann fühlt es sich für sie warm an, weil in ihrer Hautoberfläche Temperatursensoren sind, die letztlich diese Wärme des Zimmers wahrnehmen. Das war jetzt alltagssprachlich sozusagen der Begriff Wärme. Die Wärme des Zimmers wäre dann physikalisch keine sinnvolle Formulierung, weil dann die Temperatur des Zimmers physikalisch richtig wäre. Also Sie merken,
man kann sich da die Worte im eigenen Mund herumdrehen und manchmal sagt man was physikalisch Richtiges und manchmal sagt man etwas, was sozusagen in der Alltagssprache gut verständlich ist, und deshalb fand ich den Begriff Wärme intuitiv schwer zu verstehen. Viele Physiker sind aber der Meinung, man muss diesen Begriff verwenden für diese Größe, und deshalb gehe ich gleich am Anfang hier drauf ein. Ich will aber bei diesem Begriff Wärmemenge jetzt bleiben, so sind meine Folien aufgebaut, damit Sie immer dieses Mengenartige im Kopf haben, im Gegensatz zur Temperatur, die eine intensive Größe ist, also keine mengenartige Größe. Sie können nicht viel Temperatur haben oder wenig Temperatur, Sie können nur eine hohe oder eine niedrige Temperatur haben. Man erkennt sowas auch leicht daran, wenn ich einen Körper nehme, der 20 Grad hat, und ich nehme einen zweiten Körper, der 20 Grad hat, und ich füge diese beiden Körper zusammen, haben die zwei Körper immer noch 20 Grad und nicht 40 Grad. Das ist keine mengenartige Größe, wo ich einfach durch Zusammenfügen von mehreren Mengen sozusagen zu einer Addition komme. Das passiert bei Temperatur als intensiver Größe nicht. Wenn Sie aber einen Körper haben, mit der Energie gespeichert hat, dort würde man es innere Energie nennen, die wir gleich kennenlernen werden, oder thermische Energie, und Sie haben einen zweiten Körper, der auch thermische Energie gespeichert hat. Sie fügen die zu einem Gesamtsystem zusammen, dann hat dieses Gesamtsystem die doppelte thermische Energie gespeichert, natürlich, weil das eben eine mengenartige Größe ist. Das ist die Herausforderung bei der Formulierung der Thermodynamik, dass man diese Begrifflichkeiten immer richtig verwendet. Und mit dieser Vorrede können Sie das jetzt hier vielleicht ganz gut verstehen. Also wir sprechen über thermische Energie, das wäre nochmal ein drittes Wort. Wärme in dem Moment, wo man sie überträgt. Dann innere Energie in dem Moment, wo sie gespeichert ist, und so etwas unspezifischer und nicht klar definiert, was es ist, ist vielleicht der Begriff thermische Energie. Sie werden darüber in der Fachdidaktik noch ausführlich sprechen, wenn Sie Lehramt studieren. Und diese Art der Energie, die also letztlich im Wackeln der Atome, in dieser statistischen Verteilung von kinetischen Energien auf die verschiedenen, oder überhaupt die in einer statistischen Verteilung von Energie auf verschiedene, viele Freiheitsgrade in Körpern verteilt ist, diese Art der Energie, die kann man nicht beliebig in andere Energieformen umwandeln. Und das liegt daran, wenn ein Körper sich eben mit einer Schwerpunktsbewegung bewegt, dann ist das ein einziger Freiheitsgrad. Und wenn in diesem Körper die Atome nur einfach ganz wild herumzappeln, dann sind das ganz viele Freiheitsgrade. Und es ist extrem unwahrscheinlich, dass sich diese Energie, die auf ganz viele Freiheitsgrade verteilt ist, dann zufällig auf einen einzelnen Freiheitsgrad verteilen würde. Und deshalb kommt das nicht vor, obwohl es sozusagen von dem Energieerhaltungssatz her nicht ausgeschlossen wäre, dass Energie auch zufällig mal komplett in einem Freiheitsgrad steckt. Durch diese Wahrscheinlichkeitsdinge kann man dann diese Schlussfolgerung ziehen, dass eine solche Umwandlung dieser thermischen Energie zurück in mechanische Energie nicht vollständig möglich ist. Das ist aber nicht Aussage dieses ersten Hauptsatzes, den wir gleich kennenlernen werden, sondern des zweiten Hauptsatzes. Aber das ist nochmal eine wichtige Eigenschaft dieser Wärme oder Wärmemenge thermischer Energie, die wir hier gerade als Begriff einführen. Was aber passieren kann, auch ohne Einschränkung, ja doch, unter gewissen Voraussetzungen, schon mit Einschränkung, kann man diese Wärme von einem Körper auf andere Körper übertragen. Das passiert von alleine, zum Beispiel von einem Körper mit höherer Temperatur, also einem heißen Körper auf einen kalten Körper, anderer Körper mit niedriger Temperatur. Wenn ich diesen heißen Körper mit dem kalten in Kontakt bringe, dann kann diese Wärme einfach von alleine sich übertragen, zum Teil, zumindest bis diese Körper im thermodynamischen Gleichgewicht sind, kann dieser Teil der Energie darüber wandern. Das ist einfach eine Übertragung von Wärme oder Wärmemenge auf den anderen Körper. Man kann aber auch mit einer Wärmekraftmaschine,
die wir als Wärmepumpe verwenden, dann sozusagen einer Maschine, die wir dazwischen schalten, Wärme von einem kalten Körper zu einem warmen hochpumpen sozusagen. Das macht Ihr Kühlschrank zum Beispiel, der ständig die Wärme, diese Energie, thermische Energie aus dem Inneren Ihres Kühlschranks nach draußen transportiert, obwohl es in Ihrer Küche wärmer ist als in dem Inneren des Kühlschranks, also die Temperatur in der Küche höher ist als im Inneren des Kühlschranks, kann man durch Zuführung von elektrischer oder mechanischer Energie einen solchen Wärmeübertrag auch vom Kalten auf den Wärmen erzwingen. Aber von alleine passiert es nur von dem Warmen auf den kalten Körper. Das ist diese Übertragung. Im Moment dieser Übertragung, da nennt man es dann eben Wärme oder bei mir eben zur klareren Trennung der Begriffe Wärmemenge. Und die Wärmekapazität, die wird dann oft so formuliert auch, wir hatten es gestern ja einfach mit Energie geschrieben, da war es unspezifisch sozusagen, in welcher Form Energie auf einen Körper übertragen wird. Wir hatten zum Beispiel elektrische Energie zugeführt, man könnte auch mechanische Energie zuführen und dann eine Temperaturerhöhung beobachten. Und jetzt haben wir eben diese besondere Form der Energie, die wir als Wärme übertragen, dann ist es ein Delta Q und dann haben wir hier die Wärmekapazität des Körpers und die zugehörige Temperaturerhöhung stehen. Das ist also dieser Zusammenhang jetzt zwischen einer Änderung einer Zustandsgröße, einer intensiven Größe hier und dieser Prozessgröße, wo wir also Wärme zum Beispiel, indem wir einen heißen Körper in Kontakt mit einem kälteren bringen, auf diesen kälteren übertragen, dann die Temperaturerhöhung dieses kälteren Körpers messen und daraus zum Beispiel seine Wärmekapazität bestimmen können. Wenn Wärme aufgenommen wird, dann ist Delta T positiv. Wenn Wärme abgegeben wird, ist Delta T negativ. So haben wir hier auch das Vorzeichen. Wärmekapazitäten sind hier auch immer positiv.